will euch in eine Geschichte mit reinnehmen. Eine Familie, aufgewachsen in den Bergen Amerikas, geht auf einmal das erste Mal nach New York. Riesenstadt, hohe Wolkenkratzer, und geht ein Vater mit seinem Sohn dann in einen dieser Wolkenkratzer hinein. Und dort ist eine Fahrstuhltür. Und der Sohn fragt zu seinem Vater: Vater, was ist denn das? Und der Vater: Keine Ahnung. Und gespannt beobachten sie diese Fahrstuhltür. Auf einmal kommt eine ältere Dame, fährt mit dem Rollstuhl vor, drückt auf den Knopf beim Fahrstuhl. Tür geht auf, sie fährt rein, Fahrstuhltür geht zu und beide schauen wieder gespannt auf diese Tür. Und plötzlich geht die Tür wieder auf. Und auf einmal steigt eine junge, wunderhübsche Frau aus der Fahrstuhltür raus. Sie können es nicht glauben. Vater, was ist da los? Und der Vater: Keine Ahnung, aber hol sofort deine Mutter. Ey, als ich den Witz das erste Mal gehört habe, ich habe mir gedacht, der ist schon richtig gut. Und wenn man so ein bisschen über diesen Gedanken nachdenkt, über diesen Witz, steckt darin eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, was wäre, wenn Probleme auf einmal durch einen Knopfdruck gelöst wären. Wenn auf einmal alles neu ist. Ey, das wäre doch richtig genial. Und heute soll es um das Thema Beziehungen gehen und was wäre, wenn Beziehungsprobleme auf einmal durch einen Knopfdruck gelöst wären. Und ich weiß nicht, ob du so Menschen in deinem Leben kennst, die dich besonders herausfordern. Also ich bin ganz ehrlich, auch als angehender Pastor erlebe ich Menschen, die fordern mich heraus. Ist einfach so. Und manchmal so der Geduldsfaden, der wird dann immer dünner und dünner und dünner, bis er dünner ist als ein Haar. Und dann wäre das doch genial, wenn du auf einmal auf den Knopf drückst und alle Probleme wären gelöst. Ein Knopfdruck und auf einmal sind alle Eheprobleme weg. Halleluja, oder? Ein Knopfdruck und zerstrittene Familien kommen auf einmal wieder zusammen. Ein Knopfdruck und Freundschaft, die gerade im Argen liegt, wird wiederhergestellt. Ein Knopfdruck und alle Probleme sind gelöst. Oder wenn man das auch ein bisschen fromm sagen will, ein Gebet und alle Probleme sind gelöst. Einmal für sich im Gottesdienst beten lassen und alle Probleme sind gelöst. Aber willkommen in der Realität. Beziehung ist immer harte Arbeit. Und es gibt keinen einfachen Weg, es gibt keine Abkürzung für gesunde Beziehungen. Und ich glaube zwar, Gebet gibt uns Kraft, Amen. Gebet gibt uns Impulse vom Himmel, wie wir in Beziehungen umgehen sollen, Amen. Und Beziehung gibt uns Liebe für Menschen, die wir selbst nicht aufbringen können, Amen. Aber Gebet ersetzt nicht harte Beziehungsarbeit. Das ist einfach so, ob wir das wollen oder nicht. Wenn wir erleben wollen, dass Heilung und Wiederherstellung in jede unserer Beziehungen hineinkommt, dann kommen wir dann nicht daran vorbei, dass wir Arbeit, Kraft und Zeit investieren. Und die Frage ist, in deinem und meinem Leben, leben wir Beziehungsrestauration oder Innovation? Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob du dieses Wort Restauration vielleicht kennst von Künstlern, wenn die so ein Gemälde restaurieren. Was sie dann machen ist, sie haben schon so Linien und Striche und Zeichnungen da und sie zeichnen das ein bisschen nach und hübschen das auf, aber bleiben eigentlich immer auf dieser alten Grundlage und machen eigentlich nichts Neues dazu. Und die Wahrheit ist, wenn es vorher ein schlechtes Gemälde war, wenn es vorher Schrott war und du zeichnest die alten Linien nach, ja, was wird daraus werden? Wird immer noch schlecht bleiben. Also was man tun muss, damit daraus ein Kunstwerk wird, man muss neue Linien zeichnen.
Und genauso ist es in unseren Beziehungen. Wenn wir nur auf alten Linien rumzeichnen, wenn wir nur in alten Mustern bleiben, dann darfst du nicht erwarten, dass auf einmal aus deiner Beziehung zu irgendwem Kunstwerk wird. Oder wenn ein Wissenschaftler an einer Lösung arbeitet, Ziel gesunde Beziehung, und er merkt, die Methode funktioniert nicht und führt ihn nicht zum Ziel, was macht er? Ändert die Methode. Logisch, oder? Oder ich weiß nicht, wer von euch gerne wandert oder in der Natur ist. Ich mache das schon ab und zu mal gerne. Ja, doch, sind einige da, sehr gut. Und du wanderst und wanderst und hast so ein Ziel im Kopf, da soll es hingehen. Und ich wandere gerne auch freie Schnauze. Und dann kommst du auf einmal an einen Punkt und da geht es nicht weiter. Und wenn du aber ans Ziel kommen willst, was musst du tun? Du musst einen anderen Weg finden. Das ist die Wahrheit, die wir brauchen. Neue Wege zu gehen, innovativ Beziehung zu leben. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Nur beim Thema Beziehung, ganz ehrlich, stellen wir uns manchmal echt an. Wenn wir uns einfach mal umsehen in der Menschheitsgeschichte, in der Welt drumherum, in unserem Leben, dann stellen wir folgende Dinge fest. Ständig irgendwelche Kriege. Wir als Menschen kriegen es nicht hin, gesund zusammenzuleben. Zerstrittene Familien, wo sich, und es ist eine Realität von vielen Kindern, die sich nicht nach Hause trauen in die Familie, was eigentlich ein Ort der Zuflucht sein sollte, weil zu Hause nur Streit und Ärger wartet. Bis hin zu zerbrochenen Gemeinden, weil man sich zerstreitet, weil man es nicht auf die Reihe bekommt, gesund Beziehungen zu leben. Und wenn man das Ganze ansieht, muss man leider sagen, dass der Teufel es immer wieder erfolgreich geschafft hat, Beziehungen zu zerstören. Angefangen bei Adam und Eva, wo er die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstört hat, ging dieser ganze Zerstörungskreislauf weiter von Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt. Josef, stell dir mal vor, der von seinen eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird. Und Jakob und Esau, die sich völlig zerstreiten. Und du kannst durch die ganze Bibel hindurchgehen und du wirst immer wieder feststellen, dass auch eine Geschichte von kaputten und zerstörten Beziehungen ist. Und auch in der ganzen Menschheitsgeschichte finden wir das wieder. Aber ich glaube, das muss nicht so sein. Und ich glaube, dass es nicht der Herzschlag Gottes ist. Sondern der Herzschlag Gottes ist, dass wir gesunde Beziehungen leben. Und die Wahrheit ist, wo der Teufel der Beziehungszerstörer Nummer 1 ist, ist Jesus der Beziehungswiederhersteller Nummer 1. Und weil Jesus Beziehungen wiederherstellen will, kam er auf diese Erde, um nicht nur zu zeigen, dass wir Versöhnung mit Gott brauchen, sondern auch zu zeigen, wie wir als Menschen miteinander in Nächstenliebe leben können, wie gesunde Beziehungen möglich sind. Und seinen Nächsten zu lieben, ist nicht weniger wichtig, als Gott zu lieben. Jesus sagt, es ist genauso wichtig. Aber ganz ehrlich, mit der Nächstenliebe tun wir uns manchmal richtig schwer. Es fordert heraus. Und wir brauchen Veränderung. Wir brauchen gesunde Beziehungen. Und als Jesus auf dieser Erde war und gesagt hat, ich mache alles neu, glaube ich auch, dass er damit unsere Beziehungen gemeint hat. Völlig neu, radikal, innovativ, revolutionär. Und ich glaube, das merken wir auch daran, dass Jesus immer wieder gesagt hat, ich aber sage euch, anders gesagt, hey, so wie ihr das bisher macht, so wie ihr bisher miteinander umgeht, so funktioniert das Ganze nicht. Ich aber sage euch. Aber Jesus ist nicht nur jemand, der Worte spricht, sondern der es mit seinem ganzen Leben verkörpert hat. Er hat Beziehung vorgelebt wie kein anderer. Und wenn wir erleben wollen, dass Heilung und Wiederherstellung in jede unserer Beziehungen hineinkommt, dann lohnt es sich, auf das Leben von Jesus zu sehen. Denn in seinem Herzen finden wir alles, was wir für gesunde Beziehungen brauchen.
Und vor allem wird es deutlich an einer Geschichte, in Lukas 17 steht die, es kommen 10 Leute, die zutiefst verzweifelt sind, auf Jesus zu, weil sie eine Hautkrankheit haben, die hoch ansteckend ist. Und sie rufen, Jesus, bitte hilf uns. Und Jesus geht auf diese Bitte ein und heilt alle 10 von ihrer Krankheit. Aber wir lesen dann, dass nur einer zurückkommt, um sich zu bedanken und Gott zu loben. Und Jesus fragt, wo sind denn die anderen? Und ich denke, wenn du sowas erlebst und du tust anderen was Gutes und auf einmal kommt nur ein kleines Lob zurück, dann denkst du dir, was ist da falsch? Ein bisschen mehr Dankbarkeit wäre angebracht. Ich habe euch geheilt, was ist los mit euch? Aber das Spannende ist, Jesus macht die Heilung nicht rückgängig. Jesus hat alle 10 geheilt. Und es zeigt das Herz von Jesus. Jesus tut nicht nur Gutes, um irgendwas zurückzuerwarten, sondern Jesus hat Gutes getan, weil er gut ist. Das ist die Wahrheit. Und diesen Herzschlag Jesu hören wir in Lukas 6, 35. Und es ist auch ein Aufruf an dich und mich, so zu leben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist der Herzschlag Jesu. Und das ist herausfordernd. Es ist nicht einfach. Wie oft tun wir Gutes und haben vielleicht irgendwie so im Hinterkopf, naja, also wenn ich der Person helfe, dann vielleicht in ein paar Wochen kann die mir da irgendwo helfen. Und ich glaube, manchmal haben wir diese Gedanken gar nicht so bewusst. Wir sagen dann, ja, natürlich helfe ich einfach so. Aber ich glaube, ey, da steckt mehr dahinter, dass wir wirklich mit unserem Herzen zu Jesus kommen und sagen, hey, veränder mein Herz, dass ich wirklich Gutes tun kann. Egal, ob ich was da rausbekomme. Egal, ob ich etwas zurückbekomme. Gutes tun, ohne etwas zurückzuerwarten. Und in puncto Beziehung ist einer der größten Fehler, die man haben kann, zu fragen, was bekomme ich davon? Mit dem Gedanken, in eine Beziehung reinzustarten, der andere muss mir alles geben, ich muss geliebt werden. Ich meiner mir, nennt man auch Egoismus. Und das ist keine Form der Liebe. Und was ich festgestellt habe, Menschen merken relativ schnell, mit welchem Herzen du Beziehungen baust. Ob du es aus echten, gebenden Herzen tust oder mit Hintergedanken. Und ich glaube, wenn wir solche Worte von Jesus hören, dann ruft uns Jesus dazu auf, dass wir unser Herz prüfen lassen von ihm und von seinem Heiligen Geist und dass wir uns von ihm korrigieren lassen. Und wenn du merkst, es betrifft dich, dann bleib da nicht stehen. Bleib nicht stehen. Jesus will das neu machen. Er hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Und wie machen wir das dann, dass unser Herz verändert wird? Ganz einfach, wir fangen einfach an, Gutes zu tun, ohne etwas zurückzuerwarten. Leute zu beschenken, zu ermutigen, zu helfen, wo es geht. Ganz praktisch, vielleicht auch bei Umzügen helfen oder sonst irgendwas. Tu Gutes, weil du Menschen was Gutes tun willst und hab Freude daran. Das ist, was Jesus möchte. Und geh nicht in eine Beziehung mit der Frage, was du rausbekommst. Sondern geh in eine Beziehung mit der Herzenshaltung. Was kann ich in diese Beziehung investieren? Was kann ich hineingeben? Und das ist der Herzschlag von Jesus. Aber nicht nur ist unser Herz entscheidend, sondern auch unsere Taten. Und es gibt eine Sache, die hat Jesus mehr gehasst als alles andere. Wisst ihr, was das ist? Leere Worte. Das war ein Kritikpunkt, den er immer wieder an die Pharisäer gebracht hat, wo er gesagt hat, hey, ihr sagt es zwar, aber ihr lebt es nicht in eurem Leben. Und leere Worte sind ein absoluter Beziehungskiller.
Wenn du dich ständig entschuldigst, aber dein Verhalten nicht veränderst, dann wirst du irgendwann unglaubwürdig. Und in der Ehe können es auch kleine Dinge sein, so habe ich zumindest gehört, dass es vorkommt, ich weiß es ja nicht, aber dass Mann zum Beispiel den Toilettendeckel oben lässt. Frau bittet ihn fröhlich, Mann, kannst du den das nächste Mal zumachen? Mann sagt, sorry Schatz. Was passiert beim nächsten Mal? Steht immer noch offen. Nicht so gut. Und es ist eine kleine Sache. Aber trotzdem merken wir, wenn eine Entschuldigung ernst gemeint ist, dann will man auch, dass den ganzen Taten folgen. Und ich glaube, vor allem wir, wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir auf unsere Worte achten. Ob wir einfach nur so kurz sorry sagen, tut mir leid, oder ob wir das Verständnis von der Entschuldigung haben, dass wir den ganzen Taten folgen lassen und unser Verhalten verändern. Und es gilt auch für die Beziehung mit Gott. Und wir können Gott sagen, sorry Gott, ich hab's verbockt. Und dann wieder und wieder und wieder hören wir aber nicht auf Gott und auf seine Stimme des Heiligen Geistes. Und dann wundern wir uns, warum vor uns alles in Scherben daliegt. Und Gott hat Segen bereit, wenn wir auf ihn hören. Gott hat Segen bereit, wenn wir seine Worte nicht nur hören, sondern wenn wir sie umsetzen. Daraus fließt der Segen. Aus dem Hören allein kommt wenig. Und einer der Jünger von Jesus, Johannes, der war super nah am Herzen von Jesus und er drückt es einmal folgend aus in 1. Johannes 3,18. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Und was Johannes hier deutlich macht, schöne Worte reden ist leicht. Das ist nicht schwer. Aber es zu leben, das ist die Herausforderung an dich und mich, dass wir das umsetzen. Völlig innovativ, neu, siehe, ich mache alles neu, bedeutet auch, dass wir unser Leben verändern und Liebe leben. Und dass in jeder Phase unseres Lebens diese Liebe Gottes sichtbar wird. Und wenn wir uns entschuldigen, dann heißt es beim nächsten Mal anders und besser zu machen. Das ist der Ruf Jesu an dich heute Morgen. Egal, wo du in Beziehung stehst, Liebe zu leben. Und das gilt auch für mich. Und trotzdem, egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie sehr wir uns bemühen, Fehler passieren. Fehler passieren. In dem Fall war das, ja gut, hat man auch nicht in der Hand. Aber gut, also ich habe jetzt das Mikro wieder in der Hand. Aber wir kommen zurück auf den Gedanken. Auf die Wahrheit, auch in Kirche passieren Verletzungen. Und damit müssen wir rechnen. Wo Menschen zusammenkommen, da passiert Verletzungen. Und es gibt eine Sache, die absolut unverzichtbar ist. Vor allem für uns als Christen. Die jede Attacke des Feindes auf Beziehungen zunichte macht. Und diese Waffe ist Vergebung. Einfach Vergebung. Und ich weiß nicht mal, ob du schon mal richtig vergeben musstest, ob dich jemand mal richtig verletzt hat. Aber wenn Verletzung passiert ist und du musst vergeben, das ist nicht einfach. Es ist anstrengend, es tut weh, manchmal kostet es einen den Stolz.
Aber es ist absolut entscheidend für jede einzelne Beziehung. Egal, ob in der Familie, in Freundschaft, auf der Arbeit, in Gemeinde. Und die Vorstellung von Jesus, was Vergebung ist, sprengt jede Dimension. Als es um die Frage geht, wenn jemand ein Unrecht getan hat. Und das Wort sagt ja auch schon Unrecht, jemand hat dir was getan, was wirklich nicht in Ordnung ist. Fragt Petrus Jesus, Jesus, wie oft muss ich vergeben? Und Petrus denkt sich, 7-mal ist schon richtig gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses 7-mal vergeben hörst. Wir lesen es immer und denken so, ja, Petrus, 7-mal ist ein bisschen wenig. Aber lass uns mal ehrlich sein. Wenn dir jemand einmal Unrecht tut, selbe Person, 2-mal und langsam in dir steigt die Wut hoch, denkst du, kann doch nicht sein. 3-mal und denkst du, jetzt reicht's aber. Ey, 7-mal ist eigentlich schon krass. Und ich glaube, das wird Petrus auch gedacht haben. Hey, 7-mal, boah, wenn mir jemand Unrecht tut, das ist schon richtig gut. Und dann kommt die Antwort von Jesus. 7-mal 70. 7-mal 70. Und damit ist nicht gemeint, dass du 490 Mal vergeben sollst. So eine Checkliste im Kopf. Ich habe es nachgerechnet. Sondern Jesus spricht hier von einem Lebensstil der Vergebung. Du sollst immer bereit sein zu vergeben, so oft es nur geht. Und Vergebung ist so ein Wort, was jeder von uns kennt, wo wir immer sagen, ja, wir brauchen Vergebung. Aber in der Praxis fordert uns das heraus wie nichts anderes. Und Kirche braucht Vergebung. Hier ist ein Ort der Vergebung. Aber auch jede einzelne Beziehung braucht Vergebung. Und manchmal braucht es es auch einfach, weil du zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Manchmal könnte ich die Umstände niederprügeln und in dir steigt so ein richtiger Vulkan hoch und dann kommt einfach die falsche Person zur falschen Zeit und lässt den Vulkan explodieren. Und dann passiert Verletzung. Völlig unbeabsichtigt, vielleicht nicht so gemeint, aber Verletzung ist passiert und was es dann braucht, ist Vergebung, dass nicht wieder der Teufel erfolgreich eine Beziehung zerstört hat, sondern dass Jesus eingegriffen hat mit seiner Vergebungskraft. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir, dass wir nicht nur davon reden, sondern dass wir es leben. Und von dem Nicht-Vergeben redet Jesus so radikal wie von keiner anderen Sache. Jesus sagt, wenn wir in der Anbetung sind, wenn wir Gott loben und ihn preisen, aber haben Hass in unserem Herzen auf irgendjemand anderen, dann sagt Jesus, Gott will deine Anbetung nicht. Und das ist ein hartes Wort von Jesus. Gott will deine Anbetung nicht, wenn du mit einem Bruder, Schwester in der Gemeinde, mit irgendjemandem in Zwist und Streit lebst. Das Herz von Jesus ist, klär es vorher und dann komm vor den Thron Gottes. Klär es vorher. Und es zeigt, dass echte Anbetung das ist, dass wir die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, lieben. Und dass wir ihnen vergeben. Und das ist wahre Anbetung, wenn wir das tun. Der Herzschlag von Jesus ist gesunde und wiederhergestellte Beziehung. Und eine praktische Anweisung, die uns die Bibel gibt, ist, dass wir keinen Tag vorübergehen lassen, wo noch Zorn auf unserem Herzen ist. Es beschreibt, bevor die Sonne untergegangen ist, vergib, lass es nicht lang auf deinem Herzen. Und in Sprüche 17, Vers 9 steht, wer Freundschaft halten will, verzeiht Unrecht. Wer es immer wieder auftischt, zerstört sie. Und du kannst jemand sein, der Unrecht immer wieder auftischt, der immer wieder die Fehler aufzählt, die passiert sind in Beziehungen, in Ehe oder sonst irgendwo. Aber ehrlicherweise wird es die Beziehung zerstören. Und was es dann braucht, ist, dass du Unrecht verzeihst und es wirklich begraben und vergessen ist. Und deshalb ist der Aufruf von Jesus an dich und mich, dass wir immer wieder bereit sind zu vergeben. Dem Ehepartner,
in Freundschaft, in Gemeinde, auf Arbeit, wo immer dich jemand verletzt hat, ruft Jesus uns auf, dass wir vergeben. Und letztlich geht die Vergebung von Jesus noch so viel weiter. Jesus, der am Kreuz hängt, ruft den Menschen zu, die ihn ans Kreuz geschlagen haben: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe von Jesus geht nicht nur zu den Menschen, die für ihn sind, die auf seiner Seite sind, sondern die Liebe von Jesus geht viel, viel weiter. Versteht ihr, wie radikal und innovativ seine Liebe ist? Seine Liebe geht auch zu den Menschen, die seine Feinde sind. Und das ist die Vergebungskraft und die Liebeskraft von Jesus. Und es ist diese göttliche Liebe. Seine Liebe geht zu den Menschen, die ihn gehasst haben, verspottet haben und letztlich sogar ans Kreuz geschlagen haben. Und Jesus sagt auch in Lukas 6, dass es keine Kunst ist, Menschen zu lieben, die du sowieso magst. Das ist bei jedem einzelnen Menschen normal. Wenn dir jemand sympathisch ist, ist es keine Kunst, diese Person zu lieben. Aber wenn dich eine Person herausfordert, dann ist es die Kunst zu lieben. Und für mich in meinem Leben gab es so eine Person, die ich wirklich bisher so als Feind wirklich bezeichnet hätte. Und es war damals, wo ich noch in der Radiologie gearbeitet habe, mein Chef. Der hat für mich alles verkörpert, was ich nicht mochte. Geiz, Menschen sind nichts wert, muss immer mehr leisten, immer besser sein. Und er hat andere verachtet. Und ich bin ehrlich mit euch, ich hatte den Hass auf meinem Herzen. Und dann war ich im Gebet und habe das vor Gott gebracht. Und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen: Segne ihn und ehr ihn. Den Impuls für gesunde Beziehungen habe ich im Gebet bekommen. Aber jetzt war es dran, aktiv zu werden. Und das ist die Herausforderung. Und ich hatte Angst. Ich habe jeden Morgen gebetet: Gott, gib mir den Mut, auf meinen Chef zuzugehen. Und es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann hatte ich den Mut, auf meinen Chef zuzugehen. Und ich bin an seine Tür, ich habe geklopft, habe gesagt: Haben Sie kurz Zeit? Ich muss mit Ihnen reden. Und ich habe zu ihm gesagt: Ich bin dankbar, dass Sie die Verantwortung für diese Praxis tragen. Ich will Sie segnen und ich finde es so gut, wie Sie das machen. Und ich wollte um Vergebung bitten, weil ich schlecht über sie gesprochen hatte. In dem Moment, er war völlig überfordert, hat nicht damit gerechnet. Und es war nicht einfach für mich. Aber was daraus resultiert ist, dass ich auf einmal als Einziger in dieser Praxis eine gute Beziehung zu ihm hatte. Und von da an hatten wir immer wieder Gespräche, auch über sein Leben, über seine Vergangenheit. Und das nur, weil man diesen Schritt gegangen ist und sich getraut hat. Und ich glaube auch, Gott hat Schritte in deinem Leben vorbereitet. Für deine Beziehungen, wo du stehst. Und er wird dir Impulse im Gebet geben und sagen: Hey, auf diese Person musst du zugehen. Hey, dieser Person musst du in deinem Leben wirklich vergeben. Und dann bist du gefragt, ob du sagst: Ja, Jesus, ich vertraue dir. Ich will nicht nur hören, sondern ich will es umsetzen und ich will es tun, damit Heilung und Wiederherstellung hineinkommt. Und wenn du jetzt denkst, diese ganzen Punkte sind ganz schön herausfordernd, und das ist so, das ist nicht einfach, Gutes tun, ohne zurückzuerwarten, andere aufrichtig zu lieben mit Taten, ein Lebensstil der Vergebung und selbst Feinde zu lieben, das ist nicht einfach. Aber die Wahrheit ist, Gott wird dir Kraft dazu geben, weil es sein Wille ist, dass wir so leben. Und wir können mit anderen gnädig sein, weil Gott uns gnädig war.
Das ist die Wahrheit. Weil Gott uns vergeben hat, können wir anderen vergeben. Und die Wahrheit ist doch, Jesus hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und darum können wir unsere Feinde lieben. Weil seine Liebe so unglaublich groß ist und er sie auf unser Herz schreibt und durch seinen Heiligen Geist unser Herz ausgießt. Dass wir fähig werden, nicht nur menschlich zu lieben, sondern dass wir fähig werden, göttlich zu lieben. Und der Herzschlag von Jesus für uns als Christen ist nicht nur, dass wir gesunde Beziehungen, sondern dass wir göttliche Beziehungen leben, die wir nur mit Hilfe seiner Liebe leben können und mit seiner Kraft. Das ist die Wahrheit.